Das Thema bei Sandra Maischberger. Rechter Haken für Merkel. Kann sie ihre Politik noch durchsetzen? Also auf jemanden, der sozusagen auf den besten Spuren ist, so eine Art türkischer Putin zu werden. Und diese beiden Menschen... Diese Stimmungsmache ist AfD-reif. Was Sie hier jetzt gerade gesagt haben, damit hätten Sie für die AfD einen Wahlkampf ziehen können. Herr Strunz, das ist nicht... Aber Sagen Sie doch ein Argument dagegen gleich. Wir müssen die parlamentarische Arbeit, weil wir eine junge Partei sind, uns gibt es jetzt seit 3 Jahren, lernen. So. Und das machen wir und diesen Anspruch haben wir auch erstmal als Oppositionspartei. Weil ansonsten können Sie das nicht liefern. Die AfD, die muss und sie wird liefern. Das Gleiche muss aber für die AfD auch gelten. Wenn sie sich so verändert, dass sie... natürlich. Also das muss, diese kleine intellektuelle Inkonsequenz müsste Ihnen selber auffallen als Intellektueller. Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Haben Sie bei Biedermann die Brandstifter gelesen? Aber natürlich. Die können doch nicht sagen, pass auf, die Ölsetzer, die da aufs Dach geholfen, interessiert mich nicht. Aber ist doch dieselbe Logik. Man weiß, dass man Frau Merkel einen Denkzettel gegeben hat oder irgendwelche anderen Gründe. Aber man weiß nicht genau, was man gewählt hat. Und diesen Beweis muss die AfD jetzt liefern. Das ist ganz schön schwierig mit so einem Parteiprogramm in all den Bereichen als neue, frische Partei. Aber ich plädiere schon dafür, dass diese Chance der AfD zusteht. Herr Seehofer gehört einer Partei an, die nach dem Grundsatz lebt. Franz Josef Strauß hat diese wundervolle Formulierung gefunden. Man muss immer die Lufthoheit über den Stammtischen haben. Dazu sage ich, das kann man machen. Aber es gibt Situationen, wo der Stammtisch, nämlich zum Beispiel die AfD, nicht recht hat. Und dann darf man diesem Stammtisch nicht folgen.